So, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Habe ich mal wieder ein Video hochgeladen. Und zwar diesmal habe ich was gebaut für meine Bastelarbeiten. Wenn ich was schleifen will, habe ich viel mit der Hand gemacht. Und jetzt habe ich hier, kann man sehen, einen Pyramidenspindel erfunden, entdeckt, neu entwickelt, weiß nicht genau. Habe ich halt auf YouTube so noch nie gesehen. Habe ich mal gebaut, weil ich habe immer gesehen, dass viele Spindelschleifer haben und dann immer wechsle. Aber ja, wenn man jetzt mit der Dekupiersäge oder irgendwie was macht, und da hat man ja immer verschiedene Radien. Und ja, und das ist für bequeme Leute wie mich. Da braucht man nicht immer wechsle. Da hat man jetzt zum Beispiel drei verschiedene Radien, Größe, ja, auf einem Fleck und braucht nicht immer wechseln. Sicher für einen oder der andere interessant. Ja, wie ich das Ganze gebaut habe, das zeige ich euch jetzt gleich. Bis denn, ciao! Da hier habe ich mal so Gewindeste abgeholt. 8 mm. Soll schon ein bisschen stabiler sein. Ich wollte echt einen kleineren nehmen. Und ja, aber wenn man dann beim Schleifen drückt, und da ist es besser, wenn der ein bisschen stabiler ist. Ja, die Länge weiß ich jetzt noch nicht. Lasse ich jetzt mal so. Und weil ich nicht genau weiß, wie breit ich die Dinger mache zum Schleifen. Und die säge ich dann echt zu. Und dann sehe ich ja immer noch, ob ich das kürzen kann oder ob die Länge so okay ist. Da habe ich halt noch Unterlegscheibe und Muddeln, um das Ganze dann einzuspannen. So, jetzt baue ich mal die Bohrmaschine auf und dann kann schon losgehen, die Kreise auszusägen. So, habe ich jetzt mal alles aufgebaut. Da fange ich jetzt mit dem kleinsten Lochfräser an oder Lochbohrer, wie auch immer, sind nicht die besten, aber naja, für meine Zwecke reicht das allemal. So, jetzt fange ich mal an zu sägen, mache ich mal immer 3 Stück an der Zahl und ja, dann gucke ich mal mit der Höhe, wie ich auskomme, wenn nicht, mache ich halt noch eins dazu. So, und los geht's. So, jetzt habe ich 3 von denen geschnitten, große, und hier 3 kleine und 3 mittlere, und so kommt das jetzt dann zusammen. Jetzt mache ich die aber echt alle einzeln, weil die müssen ja noch geschliffen werden. Ja, und dann sehen wir weiter. Baue ich jetzt da mal wieder um. Die Löcher, wo ich da jetzt das ausgesägt habe, das war 6er Loch halt, aber ich brauche hier 8er. Jetzt habe ich mal hier einen 8er Bohrer eingespannt und jetzt muss ich die halt alle noch einmal größer bohren. Mache ich das jetzt mal. Thank you.
So, jetzt habe ich sie alle gebohrt. Nehmen wir hier mal die Gewindestange. Ja, passt super. Und jetzt tue ich immer drei, also von der gleichen Größe, tue ich immer drei Stück jetzt einspannen. Und dann ja, mit der Feile mal gucken oder Schleifpapier, dass ich eine saubere Fläche vorne kriege. So, jetzt tue ich das mal umbauen und dann geht's los mit Schleifen. Ja, habe ich jetzt, ja, das ja jetzt schleifen wollen, aber ist mir jetzt euch gefallen, ja, wenn ich die eh schon zusammen mache und da tue ich es gleich mit verleimen. Habe ich mir jetzt hier ein bisschen Leim her. Und da habe ich mal ein Pinselchen. Und da tue ich das gleich verleimen und dann kann das erst einmal trocknen. So. Dann das nächste drauf. Wieder ein bisschen Leim. Ja, seht gar nichts, gell? So, kommt das auch drauf. Ich glaube, ist hier runter alles. Unterlegscheibe, Mutter. Ja, und das andere von der anderen Seite genauso. So, und jetzt zeige ich euch mal einen Trick, wie man schnell schraubt. Die meisten machen immer so oder so. Und ich habe gelernt, dass man das hier so rollt. Und da geht es ganz schnell. Ja, zack. Nehme ich nochmal einen Schlüssel. Verkehrt. Das Auge gezogen. Ja, verkehrte. Ja. Ja. Ich schnell Kreiszähne. Ja, hier ist der richtige. Ziehe ich das richtig auf. Ja. Und so lasse ich es echt mal trocknen. Und die zwei mache ich jetzt auch noch. So, das rollt schon auch. So lasse ich das jetzt. Die Unterlegscheibe. So, und jetzt zeige ich euch das noch einmal. Also nicht so oder so, sondern so über den Daumen. Und dann geht es ratzfatz. Ach, schon ohne. So. Das ziehe ich jetzt nachfest. So, das dürfte reichen. Okay. Jetzt habe ich die zwei gemacht da. Und ja, das kommt ja dann später so oben drauf und so ungefähr kann man ja schon erkennen, wie es aussieht. Das lasse ich jetzt aber trocknen, dann spanne ich das alles auf das kleine Stück ein. Und ja, und dann wird erst einmal
ja, die Fläche geschliffen, dass es eine saubere Fläche ist. So, jetzt lasse ich es trocknen, trinke ich so lange einen Kaffee, räume da mal ein Bettel so weit weg, was ich nicht mehr brauche, und sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt getrocknet alles, und ja, hier habe ich mal so, ja, weiß gar nicht, wo ich es her habe. Das ist so ein bisschen, ja, zwischen Raspel und Feile. Ja, hat man schon immer gute Dienste geleistet. Ja, und jetzt tue ich halt hier das mal noch ein bisschen gerade machen. Habe jetzt schon einmal ein bisschen probiert. Mache ich das jetzt mit dem dann gerade und ja, lege ich mal aus. Und die anderen dann halt auch noch. Ja, und während ich Kaffee getrunken habe, ja, waren die Heinzelmenschen da, haben wir da Schleifpapier auf ein Siebdruckblatt mit doppelseitig Klebeband. Und ja, mit dem mache ich das jetzt auch. Und da kriege ich das schön gerade sauber, kriege ich das hin. Habe ich das erste schon fertig und spanne ich das aus, dann kommen die anderen noch drauf. So, das ist jetzt auch fertig. Ja, sind die ganz gut geworden. Kann man schon wieder aufschrauben. So, und hier, na, mache ich mal jetzt ein bisschen, so, ja, hier habe ich jetzt die Gewindestange. Und muss ich dann gucken, mache ich oben, mache ich das kleine hier. Die tue ich aber nicht miteinander verleimen. Weil es kann ja sein, dass man uns kaputt geht. Und da können wir es austauschen. So, jetzt mache ich da unten. Mache ich die Mutter drauf. Und ein bisschen, ja, weil da tue ich dann noch so einen Holzklotz und da baue ich ein Loch neu mit einer, ja, mit einem, ja, Röhrchen. Wo ich das dann neu habe, muss ich mal gucken, was ich finde. Und ja, und da hat es dann, da unten hat es dann halt. So, ist das okay. Das rieche ich bei. Ja, jetzt schraube ich das Ganze fest.
Ja, und da kommen wir jetzt schon meine Pyramidenspindel schon erkennen. Wie gesagt, ich mache das dann halt mit doppelseitig Klebeband. Und da kann man halt je nachdem, welchen Radius das man schleifen möchte, kann man dann von fein, mittel, groß, das kann man sich ja selber aussuchen. Für mich ist das Maß okay. Und kann man auch größer machen, braucht man dann einen Kreisschneider oder was auch immer. Geht ja jetzt mal nur um die Idee. Und das wird dann hier eingespannt. Zeige ich es noch einmal. Ja, und hier unten mache ich dann noch einen Holz, ne, sieht man es? Ups. Und hier unten mache ich dann noch einen Holzglotzi mit einem Loch, wo ich das dann als Führung habe, dass es nicht so rumeiert. Und so, hier habe ich jetzt, muss auch ein bisschen Balge, war noch ein Reststück. Und habe ich jetzt auch gezeichnet, bohre ich jetzt zwei Löcher neu, damit man es dann von unten verschrauben kann. Und oben kommt dann noch ein Loch neu. Das kommt dann genau in die Mitte. Hier war ich im Keller, habe ich ein Röhrchen gefunden. Und das Röhrchen, das passt genau. Also hat kaum Spiel, minimal, kann ich mit leben, habe ich Glück gehabt. Messing oder was das ist, keine Ahnung. Ja, und das kommt dann hier in der Mitte neu. Und da kann sich das dann neu setzen und da hat es alles gut erholt. So, jetzt tue ich mir da die Löcher bohren. Und dann muss ich hier noch einmal ein bisschen tiefer bohren, weil hier mache ich dann Mutter neu, also ein bisschen tiefer, sage ich, ein bisschen breiter, weil da hocken sich dann die Muttern da neu. Und dann wird das von unten wird das verschraubt. So, bohre ich mal wieder. Jetzt da die Löcher gebohrt und da kommen dann die Schraube und da kommt ja dann der Tisch noch und dann passt es. So, bohre ich den Rest jetzt mal noch und zeige ich es euch dann gleich. So, jetzt ist das gute Stück fertig. Da habe ich jetzt genau in der Mitte hatte ich ein Kreuz gemacht, 10er Loch. Ich habe die Hülse da neu geklopft und hier unten kann man sehen, da habe ich jetzt die Muttern versenkt. Ja, mache ich aber noch einmal raus. Tue ich klar ein bisschen mit zwei Komponenten kleben, tue ich das jetzt fixieren. Ja, also vorhin hatte ich da so Muttern eingeklebt, aber das hat überhaupt nicht gehalten. Und habe ich jetzt doch noch gefunden, das sind so Rampamuffer. Die haben auch so grobes Gewinde und schneide ich das praktisch ins Holz neu. Und innen habe ich jetzt ein 6er Gewinde. Ja, eine habe ich jetzt schon mal neu gemacht. Und die anderen mache ich jetzt auch neu. Ja, hätte ich mir ja vorher denken können. Naja, wie auch immer. Drehe ich praktisch die Schraube da neu. Ich nehme halt noch einmal eine Unterlegscheibe.
Ja, halt an den Strom. Ist gut. Jetzt kann man die Schraube wieder rausdrehen. So, jetzt habe ich da beide. Habe ich da von den, ja, ich glaube, Rambamuffenhase, die, wie auch immer. So, jetzt tue ich da vorne mal aufbauen alles und dann machen wir mal noch geschwind eine Probeschleife. So, jetzt habe ich mal alles zusammengebaut, zusammengeschraubt. Das ist jetzt alles fest. Da habe ich jetzt den Tisch, den kann man seitlich, kann man den praktisch an die Spindelschleife. Kann man den raufführen und ja, jetzt probieren wir mal schleifen. Obere. Ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, nehmen wir den krausen Radius und da oben, ja, je nachdem, was man für Kurve ausgesägt hat. Und ja, dementsprechend kann man hier dann, ja, mit dem Pyramidenschleifer, nenne ich es mal, kann man dann schleifen. Ja, und da habe ich so ein, ja, das ist so ein Reststück von so einer Gummimatte für Wischmaschine. Und mit dem, ja, mache ich eigentlich immer mal Schleifpapier sauber. Ja. So, das war jetzt mein, ja, Pyramidenspindel für die Bohrmaschinen. Also wie gesagt, habe ich jetzt auf YouTube auch noch nicht gesehen, weil ja viele wechseln dann immer und so hat man 3, 4 groß, klar, das kann man ja dann variieren, je nach Bedarf. Das funktioniert ganz gut und wenn ich wieder was baue demnächst und deswegen habe ich das ja gebastelt und ja, und da kann man verschiedene Radien damit schleifen. So, da war es das jetzt mal wieder mit dem Projekt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und kann man sicher alles besser machen, streite ich gar nicht ab. Ne, wie jetzt so ohne, vielleicht einen anderen Tisch noch, höher verstellbar, dass man das, aber ja, mehr reicht das jetzt. Meistens nimmt man es ja eh in die Hand. Und ja, wenn man irgendwie was ausgesägt hat mit der Dekopiersäge und ja, und dann kann man das dann schön nachschleifen. Ja, also wenn euch das Projekt wieder gefallen hat, denkt das wieder eine Neuentwicklung von mir. Habe ich es auch noch nicht gesehen und würde ich mich über einen Daumen hoch, würde ich mich freuen. So, dann umgebabbelt wieder, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bis dann, ciao.